Sonst wegschubsen, wegtreten, findest du ein legitimes Mittel. So. Ich das abreiße. Nazi sie dich, haben meine Eltern mich gewarnt, meine Großeltern erst recht. Ich möchte nur sagen, all die Polizei wäre nicht notwendig, wenn sie nicht hier wäre. Ja, wir sind heute wieder hier in Bautzen. Nach einem Jahr ist heute hier wieder der CSD. Es haben sich hier, naja, schon einige Grüppchen eingefunden. Wir wollen uns das Ganze ganz genau anschauen, was heute passiert, wer hier so rumläuft, ob Kinder hier dabei sind, was für Vereinigungen auch dabei sind. Denn man muss auch bedenken, diese Veranstaltung wird mit viel Steuergeld mitfinanziert, wird gefördert, auch vom Freistaat, auch von der CDU-Regierung. Und wir werden hier schauen, auch die Schatten erschützt ist, was hier mit unserem Steuergeld gemacht wird. Alter, hier sieht man die toleranten Linken. Also man sieht ja auch die Reaktion auf uns. Würdet ihr bitte ein bisschen runterkommen, wieder zurück auf unsere Versammlungsstelle? Kommt zu uns zurück, gemeinsam zur Versammlungsstelle. Und hört auf, aggressiv zu sein. Das sind wir nicht. Geh nach Hause, du Pisser! Wurden wir ja sogar von Frau Kellermann verteidigt. Vielen Dank. Danke, Frau Kellermann. Es gibt aufs Maul für Nazi-Propaganda. Das wird jetzt hier geschrien bei der vermeintlich bunten und demokratischen und offenen Demo. Also sie wollen offenbar nicht zeigen, wie bunt und wie besonders sie sind. Kannst ja mal raufhalten. Also. Für wen berichtest du? Für den Veranstalter. Achso. Ja. Findest du es okay, wenn Leute sowas machen? Also uns wegschubsen, wegtreten? Findest du legitimes Mittel? Ja. Okay. And Resist Queer Pride Dresden. Also das sind Veranstaltungen, Botschaften, die mit Steuergeld von der CDU-Regierung, von der CDU toleriert, gefördert werden. Denkt man jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn man die Wahlplakate sich anschaut von der CDU, aber wofür die CDU tatsächlich steht, das ist eine Koalition mit Kräften, die das unterstützt, die das mit dem Geld, was die Sachsen erarbeiten, finanziert. Und ich, was ist denn daran falsch? Kriegt er kein Geld vom Staat oder was? Ja, das haben wir verstanden, aber was war daran jetzt falsch? Sehr schön, sehr schön. Jetzt könnt ihr vielleicht mal sagen, was jetzt daran falsch war. Meinst du gerade, es war falsch, was ich gesagt habe? Kriegt ihr kein Geld vom Staat oder was? Ich hab. Na, dann, ich lass dich jetzt reden. Red zu Ende, wenn du willst, gerne. Nee, verspielt. Okay, schade, schade. Verspielt, Lennart. Herzlich verspielt. Ja. Jetzt gehen wir ein Stück zurück. Dann können die ein bisschen. Jetzt sollen wir da vorne oder weiter hinstehen, ist auch egal. Das ist Antifaschismus in Bewegung. Wir wurden jetzt 3 Meter weggedrängt. Demokratie wurde gerettet. Bei der Corona-Demo war das so, da haben die drauf gehalten. Warum haben sie denn jetzt ein Foto gemacht? Bitte mal da anfassen, Kollege. Warum haben Sie gerade ein Foto gemacht? Eine Armlänge Abstand. Bitte da anfassen, warum haben Sie gerade ein Bild gemacht? Lennart, guck mal, eine gute Freundin ist da. Ach, Frau Hennersdorf. Hallo, Frau Hennersdorf. Hallo.
Darf ich Sie fragen, warum Sie heute hier sind? Können Sie bitte. Haben Sie so eine Angst vor uns? Haben Sie so eine Angst vor uns? Nein, ich will bloß nicht mit Rechtsextremen zu tun haben. Wir sind eine Rechtsextreme, wir sind auch offen. Na ja, gut, Sie möchten nicht reden. Also ein Horner pupsen Glitzer auf die AfD. Lass dich doch mal, Alter. Warum sind Sie heute hier? Halt die Schnauze. Das geht aber netter. Alter, das eskaliert hier ein bisschen. Lennart, guck mal, ich glaube, die haben nicht richtig geguckt, aber das Banner ist falsch herum. Warum? Wir dürfen filmen. Finden Sie so eine Gewalttätigkeit in Ordnung? Sagen Sie mal, finden Sie das in Ordnung? Welche Gewalttätigkeit? Ja, wir wurden jetzt, denke ich mal, jetzt gerade nicht so nett begrüßt. Bitte? Wir wurden jetzt gerade nicht so nett begrüßt. Das habe ich nicht gesehen, tut mir leid. Das haben Sie nicht gesehen. Achso, da wird dann weggeguckt, ne? Da wird dann weggeguckt. Also diesmal müssen wir wirklich sagen, dieses Jahr ist es wirklich aggressiver als letztes Jahr. Habt ihr auch noch was anderes zu sagen? Bringt nichts, denke ich. Entschuldigung, könnte ich Sie mal fragen, wie finden Sie bisher die Demo? Ich finde sie super. Gar nicht aggressiv oder so ein bisschen? Nein. Nein, also denkst du, geht ja alles offen zu. Bitte? Sie war nicht aggressiv. Nee. Nein. Ich habe aber einen dritten Rücken gekriegt. Das ist nicht aggressiv. War ich nicht dabei? Ja, für mich. Ja, das ist jetzt einfach gesagt. Ist ja eine dumme Frage auf diese Art und Weise. Ich möchte nur sagen, all die Polizei wäre nicht notwendig, wenn sie nicht hier wäre. Das glaube ich ja weniger, aber na. Veranstaltung Spaß, wenn man dauerhaft die Flagge halten muss. So tickt der CSD in Bautzen. Eine wunderschöne musikalische Einlage von der Dame. Das ist bekloppt. Wir möchten eigentlich nur mal gerne mit der CDU-Fraktionsvorsitzenden hier ins Gespräch kommen und fragen, wie sie es vereinbaren kann, CDU-Politik hier in der Stadt zu machen und gleichzeitig auf einer Demo zu laufen, auf der dafür geworben wird, Destroy All Borders und für queeren Antifaschismus geworben wird. Leider kommen wir nicht ganz zu hin, aber wir geben unser Bestes, hier nochmal die Frage zu stellen und werden sonst irgendwie auch an anderer Stelle gerne nochmal machen. Eine bunte Demo in Bautzen. Schwarz, 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 bisschen pink, naja. Hatte man mehr erwartet. 85 die gleiche Straße hier runtergelaufen. Aber für was anderes. Für Demokratie und nicht für euch Idioten. Und ist es Demokratie, dass der Staat einfach sowas hier finanziert? Halt die Klappe! Du bist ein Fascho! Halt die Klappe! Zieh dein dämliches T-Shirt aus! Du bist nicht der erste Nazi, dem ich das abreiße! Oh! Solche Nazis wie dich haben meine Eltern ein bisschen gewarnt. Meine Großeltern erst recht. Und bitte! Geht zu euren Kollegen und macht da euer Theater. Aber es wird ja hier mit Steuergeld finanziert, diese Veranstaltung. Finden Sie das demokratisch? Nein, das wird nicht von den Steuergeldern. Doch. Und da, wird. Als Motto können Sie dazwischen. Jetzt kriegt er hier ein Sprechverbot. Ja, aber es ist ja auch unser Steuergeld, was hier läuft. Nein, Steuergelder sind die, die ihr eure Partei bekommt. Nein, das sind Steuergelder. Kriegen alle gleich. Aber hier kommt... Vor allem das Geld, was aus Russland und China kommt. Das ist all das Geld, was hier... Auch heute wieder haben wir schon zahlreiche Kinder gesehen auf der Demonstration. Und das, obwohl es ja eine Demonstration ist, und es folgt ja auch die AfD in ihrem Wahlprogramm, bei der es um Sexualität geht und entsprechend sollten eigentlich hier keine Kinder sein. Wir haben bestimmt schon 10, 20 Kinder hier gesehen auf der Demo. Also auch hier in Bautzen ist man sich da nicht so blöd oder ist man nicht schamlos, ist man schamlos genug, um hier zahlreiche Kinder mit auf die Demo zu nehmen. Aber man möchte natürlich nicht, dass das jetzt auf Kamera eingefangen wird. Ja. Keine Parteiflaggen. War nicht bei den Don'ts von der Demo keine Parteiflaggen? Stand es nicht dort? Was stand wo? Ich kenne mich nicht. Da stand keine Parteiflaggen auf der Demo. Ich rede nur mit seriösen Medienmenschen. Ah, schade. Also mit dem NDR meinst du, weil er so seriös ist. Ja, seriöser als du auf alle Fälle. So neutral. Seriöser als du auf alle Fälle. Das
seriös hier. Und man darf nicht vergessen, in diesem ganzen bunten Milieu, in diesem ganzen Antifa-Milieu, mittendrin läuft, wir hatten es ja Wünsch abgefilmt, auch die Fraktionsvorsitzende der CDU im Bautzener Stadtrat. Also wer glaubt, die CDU sei auch zur Landtagswahl eine konservative Alternative, der braucht sich mal das hier anzugucken. Eine solche Menge, in der sich eine CDU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat wohlfühlt. Hier, warum CSD statt AfD? Wollt ihr uns sagen, warum? Verpiss dich! Setz mal, also nochmal, also alle Gründe, warum CSD statt AfD? Verpiss dich, Junge, Abmarsch! Okay, Grund 1 und Grund 2. Ja. Verpiss dich, du mein Kopf! Aber warum denn? Ja? Willst du was sagen? Hier, könnt ihr mit uns reden? Ihr könnt mit uns reden. Ja, das Wunder von der Versammlung. Wir sind ja am Rand der Demo. Ihr könnt in Ruhe. Warum denn? Hey, haben Sie gerade gesehen, der hat mich getreten? Naja. Hast du noch einen? Ja, hier. Hey, 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 hey. Hier, der mit der gelben Brille. Raus. Aus, Scheiße! Die Demo wurde halt von Steuergeld finanziert. Was ihr gesehen habt, denke ich mal, spricht mehr als 1000 Wörter, die Bilder. Genau, das war's.